Wir fangen heute an mit einer neuen Reihe von Vorträgen, die über den Sommer laufen wird. Es sind 5 Vorträge über die 5 Hauptthemen in Sangharakshitas Lehre, Sangharakshitas Erklärung vom Dharma. Und das erste Thema für heute Abend ist Zufluchtnahme. Ihr habt wahrscheinlich über die Monate, vielleicht Jahre, schon eine ganze Menge Vorträge gehört von uns Mitglieder über den Dharma. Und hoffentlich waren das immer klare Vorträge. Wenn die Vorträge klar waren, bedeutet das nicht immer, vielleicht manchmal, aber nicht immer, dass die Ordensmitglieder wirklich klar über das Thema waren. Es kann auch bedeuten, dass sie einfach weitergegeben haben, was Sangharakshita gelehrt hat. Und was Sangharakshita gelehrt hat, ist oft sehr, sehr, sehr klar. Und unsere eigene Klarheit ist nur ein Ergebnis davon, dass unsere Lehre so klar ist über den Dharma. Und das Interessante ist, dass diese Klarheit von Sangharakshita nicht ist, was er wieder von seiner Lehre bekommen hat, aber etwas, was er jedenfalls zum Teil selbst kreiert hat. Er hat selbst diese Klarheit geschaffen, weil er sehr, sehr viel über den Dharma nachgedacht hat. Das ist auch so für das Thema Zufluchtnahme. Wenn wir Bücher über Buddhismus lesen, dann werden wir eigentlich nicht immer Zufluchtnahme als ein Hauptthema finden. Wir finden das in den FABO und da ist es so selbstverständlich, da wird es so oft erwähnt, dass man kaum glauben kann, dass das nicht allgemein für Buddhismus so etwas Selbstverständliches ist. Aber wenn wir zum Beispiel die Biografie von Sangharakshita lesen, The Thousand Petaled Lotus, dann merken wir, dass er den Dharma nicht so ganz fertig gefunden hat, nicht so ganz fertig klar gefunden hat. Er hat eigentlich sehr lange suchen müssen, um Buddhismus zu entdecken, Buddhismus zu finden. Und er hat selbst aus den Schriften, buddhistischen Schriften, versuchen müssen, darüber klar zu werden, was es dann eigentlich ist, was dieser Dharma dann eigentlich ist und wie man es eigentlich praktiziert. Sein erster Kontakt mit Buddhismus war in England, war durch die Buddhist Society, und da hat er eigentlich zum ersten Mal die Zufluchten rezitiert, die Zufluchten und Vorsätze rezitiert. Und was da passiert ist, ist, dass ein Mönch diese Vorsätze, die Zufluchten einfach rezitiert hat und er hat es so nachrezitiert. Aber da gab es überhaupt keine Erklärung, was das eigentlich bedeutete. Das wurde in Pali gemacht und niemand hat ihm da gesagt, ja, sie bedeuten das und das. Und diese gleiche Erfahrung hatte er auch später, wenn er in Indien war und letztendlich ordiniert geworden ist, erst als Shramana und später als buddhistischer Mönch. In die Ordinationszeremonien sollte er auch die Zufluchten und Vorsätze rezitieren. Und auch da gab es keine Erklärung, was sie eigentlich bedeuteten. Und das Einzige, das da wichtig war, dass die Aussage, dass er die Worte gut ausgesprochen hat. Dass er Saranangacchami gesagt hat und nicht Saranangacchami oder so etwas. Ja? Er musste das genau richtig sagen, das war wichtig. Aber was es bedeutete, ich nehme meine Zuflucht zum Buddha, zum Dharma und zum Sangha. Und was das inhaltlich auch bedeutete, Zuflucht zu nehmen, was Zufluchtnahme wirklich bedeutet, wurde ihm einfach nicht erklärt. Also er müsste das eigentlich für sich selbst herausfinden. Und im Anfang war es ihm überhaupt nicht klar, dass Zufluchtnahme die Essenz von Buddhismus ist. Dass das so wichtig, dass so eine wichtige Stellung hat im Buddhismus. Das hat er allmählich entdecken müssen. Eine Art und Weise, worauf er das entdeckt hat, ist, dass er mit verschiedenen, manchmal sehr, sehr unterschiedlichen Richtungen von Buddhismus in Kontakt gekommen ist. Und dann gemerkt hat, der Dharma wird so unterschiedlich erklärt und wird so unterschiedlich praktiziert. Gleichzeitig sind das alle buddhistische Schüler.
was kann das bedeuten? Was ist dann eigentlich die Essenz von Buddhismus? Was ist das, was diese Schulen gemeinsam haben? Und wenn er dann wirklich die Schulen studiert hat, hat er gemerkt, ja, was die Schulen alle gemeinsam haben, sie gehen alle zurück auf den Buddha. Ja, auf den Buddha. Der Buddha war der erleuchtete Mensch, der diese Erleuchtungserfahrung durch sein Dharma weitergegeben hat. So, alle Schulen gehen zurück auf den Buddha, alle Schulen gehen zurück auf die Lehre des Buddha, und in allen Schulen finden auch Sangha, die Wichtigkeit von Sangha. Also die drei Juwelen waren in aller Schule gemeinsam und aller Schule wichtig. Aber was bedeutet das dann, Buddhist zu sein? Was ist die Essenz von Buddhismus? Und dann hat er verstanden, dass die Essenz von Buddhist zu sein ist, Zuflucht zu nehmen zu diesen drei Kleinoden. Diese drei Kleinoden zentral in seinem eigenen Leben zu stellen. Also, von diesem Augenblick ab, dass er eigentlich realisiert hat, ja, Zufluchtnahme ist die Essenz vom Buddhismus, hat er sich damit beschäftigt, was das dann wirklich bedeutet, ja, was das dann wirklich im Alltag als Buddhist bedeutet. Ja. Und es bedeutet zu praktizieren. Es bedeutet wirklich nicht nur schöne Ideen über Buddhismus zu entwickeln, nicht nur das zu studieren und sich damit zu beschäftigen, aber es zu praktizieren, ja, etwas zu tun, wirklich buddhistische Praxis zu üben. Dann kann man immer fragen, ja, aber was bedeutet das? Was bedeutet Zuflucht nehmen zu den drei Kleinoden, zu den drei Juwelen? Wenn man Zuflucht zu etwas nimmt, dann sagen wir eigentlich, ja, darauf kann ich mich verlassen. Worauf ich Zuflucht nehme, darauf kann ich mich verlassen. Wenn ich nicht auf etwas verlassen kann, kann ich da keine Zuflucht dazu nehmen. Was unzuverlässig ist, ist keine gute Zufluchtsnahme oder kein guter Zufluchtsort. Und der Buddha sagt, das Weltliche, alles was weltlich ist, das ist unzuverlässig. Da kann man nicht drauf bauen. Alles ist vergänglich. Es gibt keine bleibenden Werte im Weltlichen. Unter den weltlichen Werten gibt es nichts, was bleibend ist, nichts, was letztendlich zuverlässig ist. Das Einzige, was wirklich zuverlässig ist, ist das Transzendente. Das ist Erleuchtung. Das ist dieser Geisteszustand, völlig unveränderlich ist. In dem Sinne, dass man wirklich sich darauf verlassen kann. Auch Erleuchtung entwickelt sich weiter. Aber man kann sich auf die Essenz der Erleuchtung verlassen. Also Zufluchtnahme ist, sich abzuwenden von dem, was unzuverlässig ist, vom Weltlichen, und sich zu wenden in die Richtung von dem, was zuverlässig ist, das Transzendente. Also es ist eine Neuorientierung vom Weltlichen zum Transzendenten. Sangharakshita sagt darüber, man nimmt Zuflucht zum Buddha, Dharma und Sangha, wenn man sich entscheidet, dass es keine wichtigere Sache im Leben gibt, als Erleuchtung zu erlangen. Und wenn man ständig im Einklang mit dieser Entscheidung handelt oder versucht zu handeln. Dies bedeutet, dass man sein Leben so umorganisiert, dass alle Aspekte des Lebens das Erlangen der Erleuchtung dienen. Also Zufluchtnahme ist, sein Leben so zu transformieren, dass alles, was man tut, in der Richtung von Erleuchtung geht. Oder jedenfalls unsere Suche nach Erleuchtung unterstützt und nicht im Wege steht. Und dieses Prozess von Neuorientierung ist existenziell. Es betrifft alle Aspekte von unserer Persönlichkeit. Es betrifft uns emotional, psychologisch, spirituell, in alle möglichen Arten und Weise geht diese Zufluchtnahme in uns rein oder kommt von uns raus. Und diese Zufluchtnahme ist nicht etwas, was man nur einmal macht, dass man sich einmal entscheidet, ja, ich will Erleuchtung erlangen, und dann ist das einfach so. Nee, es ist eine Entscheidung, die man ständig neu nimmt. Ja, und ständig auch tiefer geht. Ständig tiefer in unsere ganze Persönlichkeit reingeht. Von
sozusagen die oberflächliche bewusste Ebene bis ins Unbewusste rein, sodass mehr und mehr von uns Zuflucht nimmt. Und diese Zufluchtnahme äußert sich auch in alles, was wir tun. Alles, was wir tun, hat einen Geschmack von Zufluchtnahme. Es gibt nichts, was da draußen bleibt. Es gibt nichts, wovon man sagen kann, naja, das ist sozusagen, das sind meine Privatsachen, die brauche ich nicht mitzunehmen. Ja, alles muss man in der Zufluchtnahme reinnehmen. Man kann ein gutes Verständnis von Zufluchtnahme entwickeln und das wirklich versuchen zu praktizieren. Aber immer gibt es eine Gefahr, und das ist das Gefahr, dass was ursprünglich aus Inspiration herauskommt, dass das verstarrt, dass das etwas Trockenes wird, dass die Inspiration nicht mehr da ist. Und was man dann oft sieht, ist, dass die innere Erfahrung von ja, Aspiration und Inspiration, die externalisiert sich und wird formalisiert, wird ein Formel, die kein Leben mehr hat. Und das ist, was mit Zufluchtnahme auch passieren kann. Also wir haben zum Beispiel die Zufluchten und Vorsätze. Ich nehme Zuflucht zum Buddha, ich nehme Zuflucht zum Dharma, ich nehme Zuflucht zum Sangha. Wir rezitieren das oft. Aber das Gefahr dabei ist, dass es nicht mehr ein Ausdruck ist von einer inneren Erfahrung oder einer inneren Inspiration, aber dass es etwas Trockenes wird, etwas Todes, etwas, was kein Leben mehr hat. Also, naja, das hat man schon so oft rezitiert und jetzt rezitiert man immer weiter, aber man denkt nicht mehr dabei nach. Es ist einfach, naja, man tut das. Und das Leben ist nicht mehr da. Also das Gefahr besteht immer, dass etwas, was ursprünglich aus Inspiration rauskam, zu einer Formalität wird. Und das sieht man zum Beispiel da mit den Zuflüssen und Vorsätzen. Aber man sieht es auch in viel größeren Sinne. In der ganzen buddhistischen Geschichte sieht man, dass das buddhistische Ideal seine Lebendigkeit, seine Vitalität verliert. Am Anfang gab es zum Beispiel das Arahat-Ideal, ja, das Ideal der Erleuchtung. Und, also der Buddha war der Erste, der Erleuchtung erlangt hat, und dann seine Schüler haben auch Erleuchtung erlangt. Und die Schüler hatten dann aus Titel sozusagen Arahat. Und das war erstmal ein sehr lebendiges Ideal. Aber allmählich über die Jahrhunderte hat das Ideal an Kraft verloren. Und da merkt man, dass die wirkliche Inspiration, die da ursprünglich da war, ist nicht mehr da. Und es wird etwas, ja, was nicht mehr wirklich wo die Menschen, die Buddhismus praktizieren, auch nicht mehr wirklich glauben. Und dann kommt eigentlich ein neues Ideal, um dieses alte formalisierte Ideal zu ersetzen. Und das ist das Bodhisattva-Ideal. Weil das Arahat-Ideal seine Kraft verloren hat, wird das Ideal neu formuliert und wird dann das Bodhisattva-Ideal. Aber auch diesen Ideal hat dann auf dem bestimmten Punkt seine Kraft, seine Lebendigkeit verloren. Er würde vielleicht zu theoretisch. Und dann kam wieder eine neue Welle von Inspiration und dann kam das Tantra-Ideal, ne, tantrisches Buddhismus, mit einem viel stärkeren Nachdruck wieder auf direkte Erfahrung. Und auch die Tantra hat dann wieder an Kraft verloren, dann kam die höhere Tantra. Und so sieht man, dass in der buddhistischen Geschichte eigentlich ständig Wellen von Inspiration gefolgt werden von Formalisierung und Verlust von Inspiration, und dann kommt wieder die nächste Welle. Und das Effekt, was damit zusammengeht, ist, dass jedes Mal, wenn ein Ideal neu formuliert wird, gibt es neue Praktiken, neue Formulierungen, die dann allmählich ihre Kraft verlieren. Und dann am Ende, nach 2500 Jahren, gibt es eine ganze Menge von Ritualen und Zeremonien und Praktiken, die ihre Kraft verloren haben. Und was dann passieren muss, ist eine radikale Renovierung. Da muss es einen Augenblick geben, wo jemand, der wirklich weiß, was er sagt, und was wirklich den Dharma sehr gut verstanden hat, sagt, okay,
Damit können wir jetzt nicht so viel mehr anfangen. Wir müssen neu angucken, was ist die Essenz von Buddhismus? Was ist die Essenz von spiritueller Praxis? Was ist die Essenz von geistiger Entwicklung? Und das ist etwas, was man sieht, dass das ständig in der buddhistischen Tradition passiert, dass eine Person so etwas macht. Ein Padmasambhava macht so etwas. Ein Tsongkhapa macht so etwas. Und ich glaube, dass man sagen kann, dass Sangharakshita so etwas macht. Dass er wirklich versucht hat zu sagen, was ist die Essenz? Was ist wirkliche spirituelle Praxis? Und was hat seine Kraft verloren? Was können wir eigentlich jetzt zur Seite legen? Also in diesem Sinne hat Sangharakshita bestimmterweise Zufluchtnahme neu entdeckt. Hat neu entdeckt. Das ist die Essenz von Buddhismus. Das ist, wie man wirklich praktiziert. Man praktiziert, indem man Zuflucht nimmt auf, zu dem Buddha, Dharma und Sangha, und das bedeutet diese Neuorientierung von unserem ganzen Leben auf das Ideal der Erleuchtung. Und das findet dann seinen Ausdruck in ethisches Verhalten, in Meditation, in der Entwicklung von Weisheit. Der alte dreifache Pfad, den der Buddha auch gelernt hat. Also, es ist eine neue Formulierung und gleichzeitig geht es zurück auf die traditionelle Lehre des Buddha. Es ist in diesem Sinne, es ist radikal, auch, aber auch wieder nicht radikal. Es ist auch gleichzeitig sehr traditionell. Aber die äußeren Formen, die vielleicht nicht mehr wirken, die kann man zur Seite legen. In der Entwicklung von seinen Ideen über Zufluchtnahme hat Sangharakshita über die Jahre die Zufluchtnahme in verschiedene Ebenen unterschieden. Und es gibt da 5 oder 6 Ebenen, die uns unterscheidet. Aber für heute Abend möchte ich nur 3 herausnehmen, die am wichtigsten sind. Die erste Ebene ist vorläufige Zufluchtnahme. Na, was bedeutet das? Vorläufige Zufluchtnahme bedeutet, dass man in Kontakt gekommen ist mit Buddhismus, dass man darauf eine positive Response gehabt hat, dass man interessiert ist, dass man mehr herausfinden will, dass man herausfinden will, wie man das praktiziert, dass man versucht, den Dharma zu verstehen, dass man eine innere emotionale Verbindung macht mit dem Buddha und mit dem Dharma und Sangha, dass man Gefühle von Hingabe entwickelt. Aber es ist eigentlich noch immer eine Phase von Ausprobieren, von Herausfinden. Was ist das denn eigentlich, diese Dharma? Wer war denn eigentlich diese Buddha? Und was ist die Bedeutung von dieser Sangha? Also man ist noch nicht ganz sicher. Man ist noch in der Phase von Ausprobieren. Sangharakshita sagt über diese Phase, man hat angefangen, das Buddhismus einigermaßen ernsthaft zu nehmen, es einigermaßen zu praktizieren, aber man hat sich noch nicht völlig entschieden, den Weg des Buddhismus unbedingt bis zur Erleuchtung zu folgen. Vielleicht überlegt man, so etwas in der Zukunft zu tun. Also es ist eine Phase, dass die Bezogenheit ist schon da, aber man hat noch nicht die Klarheit oder noch nicht die Tiefe der Bezogenheit oder noch nicht die Integration, wodurch man wirklich voll entscheiden kann, ja, das ist es für mich. Ja, man probiert noch aus. Das ist eigentlich die Phase, worin viele Leute, die hier zum Zentrum kommen, sich befinden. Ja. Die Freunde des Zentrums, Mitras, die sind noch an Ausprobieren. In unterschiedlichem Maß. Ja. Manche sehr vorsichtig, manche schon mit einer viel größeren Bezogenheit. Aber die ganze Sicherheit, die ganze Klarheit ist vielleicht noch nicht da. Und sie sagt auch, diese Menschen, die in dieser Phase sind, die haben noch viele andere Interessen und Ambitionen, die Energie und Emotion aus ihrem spirituellen Leben herausnehmen. Also die Interesse ist schon da, aber es gibt noch andere Interessen. Es gibt noch eine ganze Menge andere Sachen, wo auch Energie reingeht. Und so viel Energie, dass die Zufluchtnahme noch nicht wirklich viel Kraft haben kann.
Diese andere Energie muss erst noch einbezogen werden. Das ist, was ich auch meinte mit Integration. Dass andere Energien, die in andere Interessen reingesteckt sind, alle zusammengebracht werden und in der Zufluchtnahme reingehen. Wenn das passiert, dann entsteht die nächste Phase von Zufluchtnahme, das ist effektive Zufluchtnahme. In dieser Phase gibt es eine starke Verbindung mit den drei Juwelen. Es gibt ein großes Vertrauen, ein großes Schrada, ja, dass dies wirklich der Weg ist. Es gibt ein klares Gewahrsein von der Bedeutung von den drei Kleinen. Es gibt ein gutes Verständnis von dem Dharma. Es gibt eine sehr warmherzige Hingabe zu den drei Kleinen. Und Sangharakshita sagt hier wieder, man steckt so viel Energie in seine Zufluchtnahme rein, dass diese Zufluchtnahme effektiv wird. Das heißt, man macht systematische und effektive Schritte in die Richtung der drei Juwelen. Das Ergebnis davon ist eine entscheidende Neuorientierung der ganzen Persönlichkeit vom Weltlichen zum Transzendenten. Also hier sind wir schon einen Schritt weiter. Hier werden systematisch Schritte genommen in der Richtung von Erleuchtung. Und ja, innerhalb der FABO können wir über diese Phase reden, wenn wir ja, über Ordensmitglieder reden, wo bei jener Phase diese effektive Zufluchtnahme anerkannt ist, geworden ist von einem ja, Präzeptor. Oder auch von Mitras, die sich entschieden haben, dass sie ordiniert werden wollen, dass die sich vorbereiten auf Ordination und mehr in diese Richtung gehen. Ja? Bis auf den Punkt, dass es voll vom Orden gesehen wird, anerkannt wird und Ordination stattfindet. Und hier sagt Sangharakshita, sie haben noch immer andere Interessen und Ambitionen, ja, sie sind noch immer da, aber sie werden davon nur beschränkterweise beeinflusst. Ja. Also, wenn man effektiv Zuflucht nimmt, wird man nicht mehr voll mitgeschleppt in seinen anderen Interessen. Man kann mehr und mehr von der Energie, die in die andere Richtung geht, in die Richtung von Zufluchtnahme bringen. Sodass die Zufluchtnahme auch wirklich effektiv uns weiterbringt. Ja, Schritt für Schritt uns weiterbringt. Aber diese Zufluchtnahme braucht noch bestimmte Bedingungen. Ja, die braucht positive, unterstützende Bedingungen. Wenn diese Bedingungen nicht da sind, ist es noch möglich, dass diese Zufluchtnahme wieder verschwindet. Und diese effektive oder diese positive Bedingungen, die dafür sorgen, dass die Zufluchtnahme effektiv bleibt, sind zum Beispiel spirituelle Freundschaft, dass man wirklich einen Austausch hat mit spirituellen Freunden, die auch Zuflucht nehmen, dass man davon die Ermutigung bekommt, auch ja, die Rückmeldung, die man manchmal braucht. Andere positive Bedingung ist, ich habe hier geschrieben, dharmische Beratung. Was ich damit meine, ist, dass manchmal wirklich Rat braucht von jemandem, die weiterentwickelt ist als wir selbst. Die sagt, hör mal, das und das kannst du so und so machen und da musst du da auch mit dran arbeiten und das hast du falsch verstanden. Also diese ja, Begleitung, dharmische Begleitung brauchen wir. Und was Sangharakshita auch noch erwähnt als positive Bedingungen, sind ja, unterstützende Wohn- und Arbeitsbedingungen. Viele Leute in den FABO, die erfahren zum Beispiel Wohngemeinschaften als sehr unterstützend für ihre spirituelle Praxis. Und ja, leider haben wir das hier noch nicht in Deutschland, aber auch unternehmen rechte Lebenserwerb, wo man darin arbeitet und ständig eigentlich auch zusammenarbeitet mit Leuten, die auch Zuflucht nehmen, wird als sehr unterstützend erfahren. Also effektive Zufluchtnahme ist noch immer sozusagen verletzlich. Es kann noch immer durch schlechte Bedingungen verloren gehen. Wenn jemand die effektive Zuflucht nimmt, unter sehr schwierige Bedingungen kommt, durch bestimmte Umstände,
dann kann es noch immer sein, dass diese effektive Zufluchtnahme verloren geht. So, die nächste Stufe, die nächste Phase, ist, dass diese effektive Zufluchtnahme transformiert wird in wirkliche Zufluchtnahme. Dass die so stabil wird, so, dass da so viel Energie reingeht, so viel Überzeugung reingeht, dass was auch passiert, diese Zufluchtnahme weitergeht. Wie schwierig die Bedingungen auch sind, die Zufluchtnahme ist immer da. Das ist die Phase, wo Zufluchtnahme wirklich wird. Und das geht auch zusammen mit, was wir dann Stromeintritt nennen. Also wenn Einsicht entstanden ist, wenn wir sehen, wie die Dinge wirklich sind, dann ist das so eine große Unterstützung für unsere Praktik, dass wir unsere Zuflucht nicht mehr gehen lassen. Mit Einsicht, dann können die Bedingungen so schlecht wie möglich werden, aber wir werden immer weiter praktizieren. Also der ganze spirituelle Weg besteht darin, Zufluchtnahme ständig zu vertiefen. Anzufangen mit vorläufigen Zufluchtnahmen, das zu vertiefen zu effektiven Zufluchtnahmen, das zu vertiefen zu wirklichen Zufluchtnahmen. Und wenn wir bei einem Punkt von wirklichen Zufluchtnahmen gekommen sind, dann gibt es nur ein Endergebnis, und das ist Erleuchtung. Wir können dann nicht mehr zurück. Ob man will oder nicht, man wird Erleuchtung erreichen. Ja, man wird es auch, ob man will oder nicht, das kommt nicht in Frage, weil man das einfach wollen wird. Weil das Deutsch mehr. Gut, okay. Ich möchte jetzt noch einige Aspekten von Zufluchtnahme ein bisschen weiter vertiefen. Zufluchtnahme hat mehrere Aspekte, mehrere Seiten. Erstmal hat man sozusagen individuelle Zufluchtnahme. Was ich damit meine, ist, dass in meiner Zufluchtnahme habe ich als Ideal, dass ich erleuchtet werde. Also ich möchte gerne Einsicht erlangen, ich möchte meine Weisheit entwickeln, ich möchte Erleuchtung erlangen. Das ist sozusagen mein individueller Ziel, dass ich mich weiterentwickle und in Kontakt komme mit der Wirklichkeit, mit der Realität, dass ich anfange, diese Wirklichkeit zu sehen, wie sie ist, ja, und mehr anfange, in Harmonie, in Einklang mit dieser Wirklichkeit zu leben. Aber wenn man so praktiziert, mit als Ideal ja, die Erleuchtung, dann wird man eigentlich merken, dass das nicht möglich ist, ohne dass auch ein anderer Aspekt reinkommt, und das ist das altruistische Aspekt der Erleuchtung. Dass man nicht nur Entwicklung für sich selbst will, nicht nur Erleuchtung für sich selbst, aber dass man auch alle anderen Wesen helfen möchte, auch Erleuchtung zu erlangen. Die Weisheit, die entsteht, wenn wir uns selbst entwickeln, die zeigt uns, dass es nicht wirklich eine Grenze gibt zwischen ich und andere. Das ist nicht, dass diese Isolierung, die ich in meiner Unweisheit annehme, dass sie da ist, ist eigentlich nicht da. Weisheit ist zu sehen, es gibt nicht so eine Trennung. Es ist nicht, dass ich wirklich anders bin als andere Lebewesen. Und wenn ich glücklich sein möchte und wenn ich Erleuchtung erlangen möchte, dann bedeutet das, dass ich das auch wünsche für andere. Ich kann nicht weiterentwickeln, wenn dieser Wunsch auch nicht mit entsteht. Also die altruistische Dimension von Zufluchtnahme ist die Entwicklung von der Bodhicitta. Ja? Die Bodhicitta, das Verlangen, Erleuchtung zu erreichen, um damit auch alle anderen Wesen zur Erleuchtung zu helfen. Ja, und die essentielle Emotion, die damit zusammenhängt, ist natürlich Karuna, es ist Mitgefühl, das große Mitgefühl. Dann gibt es auch noch eine dritte Dimension zu Zufluchtnahme, und hat mit der Entwicklung von unserer spirituellen Energie zu tun. Erleuchtung wird oft beschrieben unter drei Aspekte, Weisheit, Mitgefühl und unendliche Energie oder Freiheit. Dieser Aspekt findet man wieder vor allem in tantrisches Buddhismus, wo die tantrische Initiation als Ziel hat,
die spirituelle Energie zu befreien. Dann noch ein vierter Aspekt, das man in Zufluchtnahme herkennen kann, ist das Aspekt der Entsagung oder auch das Aspekt von in die Hauslosigkeit gehen, the going forth in Englisch. Wenn wir Zuflucht nehmen zu den drei Juwelen, zu Buddha, Dharma und Sangha, dann bedeutet das auch, dass wir etwas hinter uns lassen. Man bewegt sich, oder man dreht sich eigentlich, es ist nicht mehr ein Bewegen, sondern ein Wegdrehen vom Weltlichen zum Transzendenten. Das ist diese Neuorientierung. Das bedeutet, ja, man richtet sich zu etwas, aber man wendet sich auch ab von etwas. Und das ist, was Entsagung wirklich ist. Man lässt Sachen hinter sich. Und das ist ein Aspekt, was in Zufluchtnahme auch immer rein sein muss, was man nicht rauslassen kann. Ja, einerseits glaube ich, dass es für uns sehr wichtig ist, angezogen zu werden vom Positiven, vom Transzendenten, ja? Wirklich begeistert zu werden von den spirituellen Idealen. Aber das bedeutet auch, dass man das Alte gehen lassen muss. Ja? Dass man rauswächst. Das Bild, was ich immer was mich immer anspricht, ist das Bild, dass man ja, als Kinder, wenn sie aufwachsen, verlieren ihre Interesse an ihr Spielzeug. Und das ist eigentlich, was auch im spirituellen Leben passieren soll. Dass, insoweit wir uns entwickeln, wir die Interesse verlieren an den alten weltlichen Sachen. Aber manchmal kommt es nicht so leicht. Manchmal muss man ein bisschen helfen. Ja? Manchmal muss man sagen, okay, ich spiele eigentlich noch gerne mit meinem kleinen Auto, aber vielleicht soll ich es doch zur Seite legen, weil eigentlich muss ich mal weiterkommen. Ja? Also manchmal muss man auch aktiv diese Interesse an den alten Spielwaren beseitigen. Und das ist, was Entsagung ist. Dann noch ein fünfter Aspekt, eine andere Art, um Zufluchtnahme zu sehen. Und das ist das Aspekt, dass wir sozusagen unser eigenes Potenzial verwirklichen. Wir haben das innere Potenzial, Erleuchtung zu erlangen. Und manchmal wird das formuliert als ja, der Buddha in uns. Das ist, was wir versuchen, voll zum Ausdruck zu bringen. Und andere Weise wieder vielleicht, um das zu beschreiben, ist mit spiritueller Tod und Wiedergeburt. Das alte Ich stirbt und das neue. Na, ich ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber die neue Persönlichkeit, ja, die neue spirituelle Persönlichkeit entsteht, wird geboren. Also man kann das ganze spirituelle Leben auch in diese Termen sehen, als das Alte hinter sich lassen, das Alte sterben lassen und das Neue geboren werden lassen. Zufluchtnahme findet immer in einem Rahmen statt. Es ist nicht etwas, was im Leeren stattfindet, es findet in einem Rahmen statt. Und dieser Rahmen ist der Sangha. Man nimmt nicht alleine Zuflucht. Man nimmt Zuflucht, zum Beispiel, man nimmt effektiv Zuflucht innerhalb eines Ordens. Ja? So für uns bedeutet das westliche buddhistische Orden. Und Sangharakshita sagt darüber, dass Menschen, die effektiv Zuflucht nehmen, wir haben eine besondere Art von Bewusstsein gemeinsam. Und das, ja, wenn ich das heute Mittag mal gelesen habe, war ich wieder sehr interessiert. Was ist das eigentlich, diese Art von Bewusstsein, die man gemeinsam hat? Ich weiß, dass es da ist, weil ich habe es erfahren. Ich habe es, wenn ich mich mit anderen wieder treffen, überhaupt mit Leuten, die effektiv Zuflucht nehmen. Ich merke, da ist etwas Besonderes, was ich sonst nicht kenne, ja, in der Begegnung. Es ist eine Art von gemeinsames Bewusstsein. Und ich glaube, dass das etwas zu tun hat mit dem Zusammenkommen von Individualität und Gemeinsamkeit, Gemeinsamkeit der Idealen. Ja. Einerseits, wenn man effektiv Zuflucht nimmt, dann versucht man die eigene wahre Individualität zu entwickeln. Und gleichzeitig ist da
das Gefühl von Sangha, diese Gemeinsamkeit der Ideale. Und das kommt zusammen. Ein anderer Rahmen, das man auch für Zufluchtnahme sehen kann, ist der Rahmen der Evolution. Zufluchtnahme, kann man sagen, ist eine Evolution, die in einem Individuum bewusst wird. Normalerweise ist Evolution die Entwicklung vom Leben von niedere Formen bis höhere Formen, die unbewusst stattfindet. Die auch nicht gewollt stattfindet. Die findet einfach statt. Es scheint im Leben eine Kraft zu geben, die dafür sorgt, dass alle Lebensformen sich entwickeln. Ja, in der Richtung von höhere Lebensformen. Aber das ist etwas Unbewusstes. Mit Zufluchtnahme wird dieser Prozess bewusst und gewollt. Wir nehmen teil an diesem Prozess, aber wir bestimmen es selbst. Und es passiert durch unsere eigene individuelle Bemühung. Also die höhere Evolution, so wie Sangharakshita den spirituellen Weg manchmal nennt, ist die gezielte, gewollte Evolution des Individuums. Und Sangharakshita sagt dabei auch, dass es im ganzen Universum gibt es eine Art von kosmisches Prinzip. Und dieses Prinzip ist, dass alle Lebensformen, die natürliche Neigung haben, sich zu etwas Höheres zu entwickeln. Von niedrigsten Form bis zum höchsten Form gibt es diesen Entwicklungsdrang sozusagen. Und er sagt dann, dass diese natürliche Neigung, dass das eine Art von kosmischer Zufluchtnahme ist. Aber er sagt auch dabei, man soll das poetisch verstehen und nicht als eine wissenschaftliche Erklärung der Realität. Aber ich finde es doch ein inspirierendes Idee, dass es im ganzen Universum so eine Art von kosmische Zufluchtnahme gibt, dass alles im Universum diese Bedürfnis hat oder diese Neigung hat, sich zu entwickeln. Und dass es eigentlich in den Mensch einen Punkt erreicht hat, wo es bewusst werden kann. Und dann, dass dieser Mensch mit seiner eigenen Wille, mit seiner eigenen Zufluchtnahme das Prozess weiter unterstützen kann und zum Höhepunkt der Erleuchtung bringen kann. Das ist, was ich über Zufluchtnahme heute Abend erzählen wollte.